Ein Konzert in der Antarktis oder 80 Meter tief unter Tage. Der Berliner Sänger Burkhard von Puttkammer und der Pianist Andras Vermezsi suchen sich ausgefallene Bühnen und sie verraten ihren Gästen nicht, wo sie spielen. Nur was? Derzeit ist es Franz Schuberts Winterreise. Gestern waren die beiden Künstler in Bremen und auch dieser Abend begann mit einer Fahrt an einen geheimen Konzertort. Carola Schede über eine musikalische Reise ins Blaue. Er ist der Einzige, der weiß, wohin diese Reise führt. Es ist 19 Uhr, vier Straßenbahnen starten zur Winterreise. Die Fenster sind mit Landkarten ferner Orte verklebt. Keiner kann nach draußen schauen. Erwartungsvolles Rätselraten. Anfangs habe ich noch versucht, ein bisschen nach den Links- und Rechtskurven zu raten, wo wir ungefähr hinfahren. Aber inzwischen habe ich völlig die Orientierung verloren. Es ist ein ganz merkwürdiges Gefühl, wenn man nicht sieht, wo die Bahn langfährt. Das Abenteuer Endstation Winterreise ist seit Wochen ausverkauft. 700 Menschen rumpeln durch die Nacht. Der Zeitplan für die Fahrer ist eng. Bahn 1 fährt zweimal, die letzten Besucher einsammeln. Das wäre ganz toll, wenn wir dich gleich in der Balkenbrückstraße überholen könnten, weil wir das ein bisschen eiliger haben. Wir müssen mit durch bis zum Bahnhof. Endstation. Doch selbst beim ersten Blick auf den geheimen Konzertort, das Rätselraten bleibt. Ich weiß wirklich nicht, wo das hier ist. Also, keine Ahnung, weiß ich nicht. Es ist die 8000 Quadratmeter große Werkstatthalle der Bremer Straßenbahn AG. Doch statt der erwarteten ersten tragischen Verse von Schubert, beginnt der Konzertabend mit einer ganz anderen Geschichte. Eigentlich ist alles erstklassig an mir. Ja, nur mein linkes Bein ist dicker als mein rechtes. Aber kaum, oder? Sie, gerade den Job verloren und ohne Existenz und ohne Liebe, ihr Schicksal hat viel Ähnlichkeit mit der Hauptfigur in Schuberts Liedern. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Bei der Berliner Künstlergruppe Zwischenakt gibt es keine Wiederholungen. Jedes Konzert, egal ob in der Antarktis oder jetzt in Bremen, ist eine Premiere und damit einmalig. Ich glaube, es hat eine andere Sensibilität und eine andere Poetik, in einer verklebten Straßenbahn zu fahren. Und dafür brauche ich keine Eiswüste. Aber es ist etwas, was uns trotzdem aus dem Alltag abholt. Und das ist so wichtig, dass wir die Leute versuchen, aus dem Alltag in eine andere Welt ein bisschen zu entführen. Und vielleicht gelingt uns das heute. Ich habe Maßloses erlebt. Ihre Winterreise haben die Berliner eigens für das Konzert geschrieben. Zwischenakt führt die Besucher quasi durch die Hintertür in Schuberts traurige Musikwelt. Ich finde dieser Gegensatz, Schuberts Winterreise und dann diese Werkshalle hier, das hat mich total fasziniert. Ich bin richtig begeistert. Schuberts Hauptfigur, die im Liebesschmerz umherirrt, die geheimnisvolle Straßenbahnfahrt, die Frau, die ihr Glück vergeblich in der Großstadt sucht. Eine sinnliche Kombination, für die es auch gestern in Bremen viel Applaus gab. Doch eigentlich zu früh, denn das Ende ihrer Reise war noch nicht erzählt. Liebe ist so ungeheuer viel. Nicht? Die einen, die schicken die Kultur auf Reisen. Wir holen sie uns ins Studio. Und ich freue mich, dass unsere Expertin für gute Bücher wieder bei uns ist.